Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um Die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidel gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Als allererstes wie immer vorweg, Die Krone der Dunkelheit habe ich netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Buch von euch bekommen habe und das ist wieder ein Buch, wo ich extrem gelb werde, wenn ich es in die Kamera halte. Super. Ich stelle es mal hierhin. Ich versuche es mal dorthin zu stellen, in der Hoffnung, dass ich dann nicht mehr gelb werde. Passt. Ich habe mir das Buch ja auch auf der Buchmesse von der lieben Laura Kneidel signieren lassen und ich konnte es nicht erwarten, die Geschichte endlich zu lesen. Denn dieses Buch wird ja gerade absolut mega krass gehypt und ich wollte natürlich auch wissen, was hinter diesem Hype steht und ob dieser Hype gerechtfertigt ist. Und ja, das erzähle ich euch gleich, aber als allererstes kommen wir wie immer zum Inhalt und ja, den erzähle ich euch jetzt. In Die Krone der Dunkelheit haben wir verschiedene Charaktere, die wir kennenlernen und verschiedene Geschichten, die hinter den Charakteren stehen. Deswegen ist es jetzt schwierig zu sagen, es geht da und darum. Im Großen und Ganzen geht es im ersten Teil von Die Krone der Dunkelheit um Freya. Und Freya ist die Prinzessin des Landes Topria. Und Freya hat vor 7 Jahren ihren Zwillingsbruder verloren. Dieser ist entführt worden und wurde dann auch nach einiger Zeit für tot erklärt. Freya glaubt aber nicht, dass ihr Bruder tot ist, denn sie hat es einfach im Gefühl, dass er noch lebt und sie muss ihn finden. Denn Freya hat kein Verlangen danach, Königin zu werden und möchte deswegen ihren Bruder zurückholen, weil er vor ihr Anspruch auf den Thron hat. Und natürlich will sie ihn nicht nur finden, weil sie nicht Königin werden will, sondern weil sie ihren Bruder auch vermisst und liebt und halt einfach nicht glauben kann, dass er tot ist. Und Freya schafft es dann mit der Hilfe eines Suchzaubers, ihren Bruder zu finden. Und zwar in Melidrian, dem Land der Fae. Und Suchzauber sind in dem Land, wo Freya lebt, in Topria verboten, weswegen ihr Vater unter keinen Umständen irgendwas davon erfahren darf. Weswegen sie auch nicht zu ihrem Vater gehen kann und sagen kann, dass ihr Bruder Talon noch lebt und er in Melidrian ist und sie ihn finden müssen. Und deswegen ist Freya, was das betrifft, auf sich alleine gestellt. Und sie hat aber quasi eine Mentorin, die ihr sagt, an wen sie sich wenden kann, wenn sie nach Melidrian will. Und zwar an Larkin. Und Larkin ist ein unsterblicher Wächter. Die unsterblichen Wächter leben quasi an der Grenze des Landes zwischen Melidrian und Topria. Und da ist eine riesige Mauer gezogen und diese unsterblichen Wächter bewachen die Mauer. Und es ist in Larkins Vergangenheit etwas passiert, weswegen er im Gefängnis sitzt und ja, Freyas einzige Chance ist jetzt, Larkin aus dem Gefängnis zu befreien, ihn dazu zu überreden, mit ihr nach Melidrian zu gehen, um halt ihren Bruder Talon zu finden. Das ist die eine Seite der Geschichte, um die es geht. Dann haben wir in dieser Geschichte noch Kaelin und Kaelin ist ein einfaches Bauernmädchen, was vor vielen Jahren bei einem Angriff der Elva, die Elva sind Monster aus dem Land der Fae, die immer mal durch die Mauer kommen und dann Menschendörfer quasi angreifen und Menschen umbringen und fressen. Und ja, auf jeden Fall sind die Eltern von Kaelin bei einem Elva-Angriff ums Leben gekommen. Und Kaelin hat seitdem nur ein Ziel. Sie möchte eine unsterbliche Wächterin werden. Sie möchte einfach andere Menschen vor diesem Schicksal bewahren und möchte deswegen an der Mauer kämpfen und die Elva quasi töten, damit halt nicht noch andere das gleiche Schicksal erleiden müssen wie sie. So begibt Kaelin sich zur Mauer und möchte halt, wie gesagt, eine unsterbliche Wächterin werden. Was aber eigentlich nicht möglich ist, denn bisher gibt es keine Frauen bei den Wächtern. Das ist die andere Seite der Geschichte. Und diese beiden Stränge quasi, die lesen wir in dem ersten Teil. Wir lesen das Buch auch aus mehreren Sichtweisen. Also wir lesen einmal aus der Sicht von Freya, aus der Sicht von Larkin, aus der Sicht von Kaelin, aus der Sicht von Waylon und aus der Sicht von Kieran. Und das sind halt ganz viele verschiedene Charaktere, aus dessen Sichtweisen wir das Buch lesen. Was ich einerseits wirklich gut fand für die Geschichte, weil man da echt einen super Einblick auf die Charaktere bekommen hat. Aber andererseits war mir die Wechsel ein bisschen viel. Denn immer wenn ich mich gerade in einen Charakter eingelesen hatte, immer wenn ich gerade voll im Flow war mit dem Charakter, war dieses Kapitel vorbei und ich hatte den nächsten gelesen. Und das hat mich persönlich beim Lesen immer so ein bisschen aus dem Fluss gerissen. Das fand ich so ein bisschen schade, dass man halt nicht auch mal 2, 3 Kapitel einfach von Freya gelesen hat oder von Kaelin, sondern immer diese Wechsel drinne waren. Und das fand ich so für mich persönlich ein bisschen störend für den Lesefluss. Ansonsten, was dieses Buch im Großen und Ganzen erstmal betrifft, muss ich sagen, dass mir die Geschichte sehr gut gefallen hat. Ich fand es cool, diese Welt zu entdecken. Ich fand es cool, die Charaktere kennenzulernen. Allerdings muss ich sagen, dass ich finde, dass der erste Teil für mich sehr, sehr langatmig war. Ich hatte hier beim ersten Teil wieder so streckenweise das Gefühl, ich lese das komplette Buch einfach nur die Einleitung in die Geschichte. Denn es passiert wirklich zu 3/4 des Buches nichts anderes, als dass Freya ihren Bruder sucht und Kaelin versucht, Wächterin zu werden. Und das ist ein 600-Seiten-Buch. Und wenn dann von diesen 600 Seiten
ich sag mal, 450 Seiten einfach nur immer wieder das Gleiche sind, dann ist das streckenweise wirklich schwierig für mich gewesen zum Lesen, denn ich bin ein Leser, ich will ja Action und Spannung und das muss bei mir alles so ein bisschen Schlag auf Schlag gehen. Ich bin ja auch kein Fan von den Chroniken der Unterwelt. Weswegen ich ja bei dem Buch, so was das betraf, ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte. Also ich fand, der erste Teil hat sich streckenweise für mich wirklich gelesen wie eine lange Einleitung. Einerseits hat es natürlich Vorteile, wenn dieses Buch quasi so ausgedehnt erzählt wird, denn man lernt die Welt extrem gut kennen, man lernt die Charaktere kennen, man kann sich ein super Bild von allem machen. Aber auf der anderen Seite, wenn du kein Fan von sowas bist, sondern eher so auf Action und Spannung stehst und eher Dinge halt schnell passieren sollen, so wie bei mir, dann findest du es strengweise echt langweilig. Und das war echt ein Problem für mich in der Geschichte, weswegen ich auch wirklich jeden Tag nur 100 Seiten von dem Buch lesen konnte, weil ich danach einfach gedacht habe, so, es reicht jetzt. So, okay, 100 Seiten habe ich jetzt gelesen, reicht für heute. Und das fand ich ein bisschen schade, denn ich finde, man hätte sich hier weniger an den Details verlieren können. Also 100 Seiten weniger, finde ich, hätten dem Buch definitiv nicht geschadet. Ganz einfach, um den Fluss vielleicht auch einfach ein bisschen besser aufrecht zu erhalten, weil wie gesagt, so war es für mich echt streckenweise ein bisschen Kaugummi. Und ja, ansonsten, was den Verlauf der Geschichte betraf, hat sich das Ganze gut entwickelt. Die Geschichte war streckenweise schon recht vorhersehbar, muss ich sagen, was ich jetzt aber auch nicht schlimm fand, denn wie gesagt, für mich hat sich das Ganze sowieso gelesen wie eine Einleitung und wenn man am Anfang Dinge weiß, die sehr vorhersehbar sind, dann ist das jetzt auch nicht so schlimm. Ein weiterer Vorteil daran ist, dass dieses ganze Buch sich gelesen hat wie eine Einleitung. Ich habe keine Ahnung, wie das im zweiten und dritten Teil jetzt weitergeht. Also das Ende ist ein offenes Ende. Es hat jetzt keinen extrem fiesen Cliffhanger. Es hat ein offenes Ende. Man weiß bei ein, zwei Sachen, wie das wahrscheinlich weitergehen wird, aber bei dem Rest ist halt einfach alles offen. Das finde ich gut. Das hat mir sehr gut gefallen, dass man da jetzt halt quasi sehr, sehr viel draus machen kann aus dieser Geschichte. Aber wie gesagt, dieses Kaugummiartige war für mich echt schwierig in der Geschichte. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass mir die Geschichte, die Grundstory, die so da dahinter steckt, wirklich gut gefallen hat. Und ich fand auch die Charaktere toll. Also was die Charaktere betrifft, kann ich ja sagen, dass ich Freya als unsere schon Mitprotagonistin in diesem Buch sehr, sehr sympathisch fand. Sie ist kein absolut tougher Charakter. Man merkt halt, dass sie einfach eine Prinzessin ist und nicht jetzt so die Kriegerbraut, die total tough da durch die Gegend rennt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also Freya war mir super sympath und auch Larkin mochte ich sehr und er hat mit Freya da gut zusammengepasst auf ihrer Reise und ich fand es auch gut, wie Larkin sich in dieser Geschichte schon entwickelt hat. Also man merkt vom Anfang zum Ende der Geschichte schon, dass er da eine Veränderung durchmacht auf jeden Fall und das hat mir sehr gut gefallen. Was die anderen Charaktere betraf, wie Kaelin, Kihan, Waylon, Elroy, der kam mir nur so am Rande jetzt erstmal mit drin vor. Muss ich sagen, dass die mir auch im Großen und Ganzen schon gut gefallen haben. Die haben alle schon so in ihre Rollen gepasst, aber gerade bei Kihan und bei Kaelin hatte ich so hier und da meine Probleme. Denn es entwickelt sich wohl zwischen den beiden auch wie eine Liebesgeschichte. Also das deutet sich auf jeden Fall mehr als an bei den Büchern. Aber ich finde, das entwickelt sich irgendwie zu schnell. Also das, was bei Freya und Larkin sich zu langsam streckenweise entwickelt hat, ging es bei Kaelin und Kihan einfach relativ schnell, gerade von Kihans Seite aus. Und da waren halt einfach so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, gut, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Gut, ich muss jetzt ja auch nicht jeden Charakter verstehen, aber was das betraf, hatte ich halt mit Kaelin und Kihan so ein bisschen meine Probleme. Oh mein Gott, diese Namen. Was Waylon betrifft, muss ich sagen, ist dieser Typ mir absolut unsympathisch. Und ich glaube, das soll auch so sein. Ich glaube, Waylon soll schon sehr, sehr unsympathisch rüberkommen. Man hat aber trotzdem schon ein gewisses Mitgefühl für seine Situation, weil man kann das schon irgendwie ein Stück weit nachvollziehen, aber trotzdem finde ich diesen Typen einfach unmöglich. Also den braucht, glaube ich, kein Mensch. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Charaktere betrifft, wie es im zweiten Teil weitergeht, gerade was Waylon betrifft und auch Kaelin. War da am Ende recht viel offen und auch was Freya und Larkin und Kihan betrifft, bin ich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, die Geschichte ist relativ offen, es kann sich jetzt in jede Richtung entwickeln. Ich bin gespannt, was Laura Kneidl macht. Mir gefällt die Welt echt gut, in der das Ganze spielt. Und ja, was das Setting betrifft, kann ich auch nur sagen, dass es halt, wie gesagt, eine coole Welt ist, die Laura Kneidl hier erschaffen hat. Und wir haben hier vorne auch wieder eine Karte drinne von der Welt. Das finde ich aber wieder mal sehr, sehr gut. Ihr wisst, ich liebe Karten in Büchern. Und ja, auf jeden Fall haben wir... Oh, jetzt ist es umgefallen. Auf jeden Fall haben wir hier wieder eine Karte drin von der Welt, was natürlich auch für die Größenverhältnisse und so schon hilft, das Ganze zu begreifen. Also ich habe da ja immer meine Schwierigkeiten, deswegen brauche ich ja immer meine Karte. Und ja, also was das betrifft,
hat es mir gut gefallen. Also vom Setting her, von den Beschreibungen her, von den Umschreibungen her, von den Orten her hat das halt alles super gepasst und es ist super erklärt worden, weil halt Laura Kneidl alles sehr detailreich beschrieben hat. Ne? Das ist halt der Vorteil, wenn man so einen ausschweifenden Schreibstil hat. Auf der anderen Seite Kaugummi. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, vom Setting kann ich mich nicht beschweren, hat mir gut gefallen. Was den Schreibstil von Laura Kneidl betrifft, hatte ich ja gerade schon gesagt, er ist streckenweise sehr, sehr detailreich. Ansonsten passt der Schreibstil sich den jeweiligen Charakter halt auch an, den man gerade liest. Also man merkt auch anhand des Schreibstils, welchen Charakter man gerade liest. Also man liest jetzt nicht Kaylin und denkt so, oh, das könnte auch Freya sein. Also das hat sie super gemacht, dass sie wirklich für jeden Charakter so eine Eigenheit gefunden hat, die man auch heraushört beim Lesen. Also was den Schreibstil betrifft, mal abgesehen von diesen kaugummiartigen, detailreichen Beschreibungen, finde ich, ist der Schreibstil eine gute Mischung aus allem. Wir haben hier kitschige Elemente, wir haben hier überzogene Elemente, wir haben hier spannende Elemente, wir haben hier witzige Elemente und das spielt einfach alles gut zusammen und das passt für mich alles super und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Mein Fazit zu Die Krone der Dunkelheit ist, dass es eine gute, solide Jugendbuchgeschichte ist, die man auf jeden Fall lesen kann, wenn man gerne ausschweifende Schreibstile hat, wenn man gerne Geschichten liest, wo die Welt wirklich gut beschrieben ist, wo alles, wo man sich wirklich alles auch ganz gut vorstellen kann. Aber ich muss halt auch wirklich sagen, was diesen Hype um dieses Buch betrifft, finde ich es, was die Storyline alleine betrifft, absolut nicht gerechtfertigt, dass viele das so über den Klee loben. Denn ich finde einfach, dass auf diesen 600 Seiten nicht viel passiert für die Story. Und das fände ich ein bisschen schade. Ich hätte mir hier definitiv noch ein bisschen mehr von der Geschichte gewünscht. Ich werde den zweiten Teil auf jeden Fall lesen, weil ich auf jeden Fall wissen möchte, wie es mit den Charakteren weitergeht und was mit der Geschichte weiter passiert und wie sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe aber einfach, dass im zweiten Teil Laura Kneidl sich nicht wieder so sehr an den Details verliert und so ein bisschen mehr Spannung noch in die Geschichte reinbringt und so ein bisschen auch noch mehr Action reinbringt in die Geschichte und sie der Geschichte wirklich nochmal so einen Schubs gibt, dass jetzt einfach auch mal was passiert. Wie gesagt, ein 600-Seiten-Roman, wo die Protagonistin 450 Seiten einfach nur ihren Bruder sucht, das ist für mich persönlich echt ein bisschen langweilig und was das betrifft, kann ich diesen extremen Hype, der um dieses Buch gemacht wurde, leider nicht verstehen. Dafür passiert mir einfach in diesem Buch zu wenig. Es ist eine gute, solide Jugend-High-Fantasy-Geschichte, das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal gesagt haben, aber ich persönlich kann diesen Hype um dieses Buch jetzt nicht 100% nachvollziehen. Und ja, mehr kann ich zu diesem Buch auch nicht sagen. Wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.